Was ist Martinica oder Martinitski? Martinica ist ein Zahl und Martinitschke ist Mehrzahl. Also das kommt vom bulgarischen Namen von Monat März. März heißt auf bulgarisch Mart und daher leitet sich auch der Name Mart Enitschka, Martinitschka, Martinica. Eigentlich richtig ist Martinica. Und Martinitschka ist, hört sich so niedlich an, so niedlich, schön, zum Verlieben an. Also, Martinitza ist der richtige Name, aber wir alle sagen Martinitschka. Also, kommt vom 1. März. Und das ist ein, ihr seht die Bilder auf dem, auf dem Bildschirm, es ist ein Schmuck, bestehend aus zwei Fäden, rot und weiß der Monat März jedes Jahr neu getragen wird. Ich sage neu, weil du darfst nicht Martinitschka vom letzten Jahr dieses Jahr tragen. Das ist kein guter Omen. Das ist absolut No-Go. Also jedes Jahr wird neue Martinitschka gekauft oder selber gemacht. Und jedes Jahr am 1. März wird diese Martinitschka getragen. Und nicht nur am 1. März, sondern auch an die darauffolgenden Tagen oder Wochen. Es gibt viele, die tragen komplett vom 1. bis 31. März diese Martinitschka. Aber spätestens am 1. April muss sie weg sein. Also spätestens Ende März, am 31. März muss sie weg sein. Bitte nicht damit ins April reingehen. Das ist auch kein guter Omen. Martinica, Martinitschka ist ein Talisman für Gesundheit und für langes Leben. Das wird durch die Farben symbolisiert. Rot steht, für, also ich habe als Kind das so beigebracht bekommen und äh, das gebe ich auch weiter. Rot steht für rote Wangen und weiß steht für weißes Haar und höches Alter. Außer also rote Wangen, außer also gesund sein. Und langes Leben haben. Das bringen wir so den Kinderbeinen. Was ist die Bedeutung von Martinitschka? Martinitschka kann man auf mehrere Arten tragen. Zum Beispiel, wenn du sie als einen Anhänger hast, wird sie angehängt. Hier auf die linke Brust, über dem Herz wird sie getragen, links. Oder wenn du sie als Armband trägst, auf die linke Gelenk wird sie getragen. Wie lange wird's getragen? Eine Martinitschka, also man trägt die Martinitschka bis zu der Frühling kommt. Traditionell sagt man, bis du ein Storch siehst. Wenn du einen Storch siehst, dann machst du Martinitschka ab. Manche sagen eine Schwalbe oder ein blühender Baum, das geht auch, ist auch traditionell. Aber die meisten Menschen tragen die Martinitschka so lange, bis sie einen Storch gesehen haben. Ist natürlich auch ein Glücksbringer und wir tragen sie sehr gerne. Wenn du einen Storch gesehen hast oder eine Schwalbe oder ein blühender Baum, am, am, am besten ist Obstbaum, dass du einen Obstbaum blühend siehst. Ne? Dann machst du die Martinitschka ab. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder du hängst diese Martinitschka auf den blühenden Obstbaum. Das bedeutet dann wiederum, dass dieser Baum sehr fruchtbar sein wird. Steht für Fruchtbarkeit. Wenn du keinen blühenden Ost, äh, Obstbaum siehst, dann kannst du diese Martinitschka unter einen Stein legen und dir dabei etwas Schönes wünschen. Ein ganz, ganz tolle Brauch. Ähnliche Traditionen gibt es in Rumänien, in Moldau, in der Ukraine, äh, im äh, ehemaligen Jugoslawien, in Griechenland. Sind bisschen abgewandt, aber Martinitschki kennen Sie alle. Martinitschka kannst du kaufen oder du kannst es selber machen. Ich habe hier ein paar Bilder jetzt von Martinički für euch äh, gezeigt. Uh, wichtig ist, dass du dabei die beiden Farben hast: Rote Faden und weiße Faden am besten ist wenn du Wollfaden benutzt oder Baumwolle benutzt. Bitte keine künstliche Faser, weil das hat eine Symbolik für Fruchtbarkeit, für Gesundheit. Es muss ein Naturprodukt sein und nichts Künstliches. Darauf musst du achten. Dann du kannst die beiden Faden, die musst du miteinander verwickeln, umwickeln. Äh, wenn du willst, kannst du auch häkeln, wenn dir das Spaß macht. Machen aber die wenigsten, weil das ist mit viel Arbeit verbunden. Und was ganz traditionell in Bulgarien ist, man macht Pü Püppchen davon. Eine weiße Püppchen ist männlich und rote Püppchen ist weiblich. Das sieht ähnlich aus wie das untere Bild, wo die zwei Martinitschki hängen an dem Baumzweig, noch halt aus Püppchen gemacht und die haben den Namen Piju und Penda. Also die weiße männliche Püppchen ist Piju und die rote weibliche Püppchen ist Penda. Bringen Gesundheit. Du kannst da mit Pompon auch Martinitschki machen. Egal wie du sie machst, du kannst deine Fantasie spielen lassen. Du kannst auch Steine da integrieren oder andere Glücksbringer. Du kannst daraus Armband machen oder sie irgendwie so zusammenbinden aus Anstecker. Mit einem Sicherheitsnadel werden sie angesteckt auf die linke Seite. Viele machen da Kleeblatt. Ganz viele machen bei der Martinitschka auch ein. Grünes Kleeblatt, vierblättige. grünes, vierblättiges Kleeblatt, das ist auch ein Symbol vom Glück. Martinitschi verschenkt man bei uns in Bulgarien, also jeder verschenkt seine liebsten Menschen Martinitschi. In der Regel die Eltern, Großeltern kaufen das für die Kinder, Kinder unter sich verschenken auch Martinitschi und Erwachsene verschenken Martinitschi an an der Familie, an Freunde, an Arbeitskollegen. Das ist so, wenn du jemandem eine Martinitschka schenkst, ist gleichzustellen, dass du diese Person segnest für langes Leben und Gesundheit an erster Stelle und natürlich auch Erfolg und Glück. Ein ganz, ganz toller Brauch. In Deutschland kennen viele Menschen diese Brauch. Ich schenke auch an meine, mein Umfeld schenke ich auch Martinitschi, unabhängig welche Nationalität sie haben, unabhängig aus welchem Land sie kommen. Ich schenke es einfach, weil ich diese Brauch sehr sehr schön finde. Martinitschki könnt ihr kaufen in bulgarische Geschäfte gibt es überall in Deutschland oder öfters in Deutschland gibt es bulgarische Laden. Oder ich bin mir ziemlich sicher, dass im in Internet, wenn du im Google Martinitschka oder Baba Marta angibst, dann kriegst du auch viele Seiten, die das auch verkaufen und die sind wirklich nicht teuer. Also, ich habe in der bulgarischen Geschäft so Martinitschka gekauft. Euro 50 eine Martinitschka, das ist wirklich nicht viel Geld. Vielleicht habt ihr Lust, das auszuprobieren und. Wem das gefällt, wer daran glaubt, weil da muss man auch daran glauben, kann es gerne ausprobieren. Schreibt ihr in den Kommentaren, habt ihr Martinitschke gefunden oder selber gemacht, was für Erfahrungen ihr gemacht habt, hat euch das Spaß gemacht und hat es euch auch geholfen. Ich freue mich auf euch, ich lese eure Kommentare und ich antworte auch darauf. Weiteres Video kommt noch.